Die Jahresendrallye ist so gut wie sicher. Natürlich nur, wenn das folgende Szenario eintritt. Ein weiteres Element dazu ist, dass wir die Buyback-Saison, also die Aktienrückkäufe, die lebt wieder auf. Dort kommen Milliarden, die wiederum kaufkräftige Nachfrage darstellen für die Aktien zurück. Und das ist ein technisches Element, was uns unterstützt. Hallo und herzlich willkommen zu Value Compact, die Sendung von Shareholder Value rund um die Frankfurter Fonds und natürlich rund um die Kapitalmärkte. Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns in einem Bärenmarkt nach wie vor und ganz sicher geht es bald wieder aufwärts. Die Frage ist natürlich, wann und lohnt es sich jetzt zu investieren? Die Antwort ist selbstverständlich ja. Jetzt ist immer ein guter Zeitpunkt, um zu investieren. Doch es herrscht sehr viel Angst an den Märkten, sehr viele Unsicherheiten. Wir haben Zinsängste, Inflationsängste, Kriegsängste und ja, viele weitere Ängste. Doch eine selektive Wahrnehmung lohnt sich. Bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne einen Blick auf den S&P 500 seit 1826 werfen. Wir sehen jetzt hier in diesem Bild, dass in 71% der Jahren die Performance ja sehr positiv gewesen ist. Und auf der anderen Seite, in nur noch 29% der Jahren, hatten wir eine negative Performance. Das gleiche Bild sehen wir hier bei uns zu Hause. Ich spreche über den DAX. Ja, der DAX seit 1955, wir sehen jetzt hier 70% positive Performance und 30% negative Performance. Und ja, diese selektive Wahrnehmung, wovon ich gesprochen habe, ja, Stockpicking, dann lassen Sie uns einen Blick auf die Berichtssaison werfen, denn manche Aktien, manche Unternehmen haben jetzt berichtet und es gab gute und schlechte Nachrichten und viel spannender war natürlich die Reaktion der Marktteilnehmer. Dazu begrüße ich jetzt unseren Kapitalmarktstrategen Heiko Böhmer. Heiko, grüße dich. Ja, Endrit, tatsächlich hat die Berichtssaison in den USA nicht nur begonnen, sondern wir haben sogar schon die Mehrzahl der Ergebnisse bekommen. Rund 85% aller Unternehmen im S&P 500 haben bis jetzt schon ihre Zahlen präsentiert. Und was sehen wir da? Wir sehen ein Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr von immerhin 4%. Da kann man tatsächlich sagen, die Ergebnisse sind in Summe besser als befürchtet ausgefallen. Aber man muss genauer drauf schauen. Man muss genauer auf die Branchen schauen und genau auf das schauen, was wirklich passiert ist. Denn der Energiesektor beispielsweise, der verzerrt das Bild. Wir wissen alle, die Energiepreise sind massiv angestiegen. Gleichzeitig natürlich sind auch die Gewinne der Energiekonzerne angestiegen. Rechnen wir die raus im S&P 500, dann haben wir ein Minus bei den Gewinnen von rund 3%. Aber auch hier gilt, besser als befürchtet. Denn wenn man sich anschaut, wie die Erwartungen eigentlich waren für das Quartal, dann muss man wirklich sagen, im dritten Quartal ist das Ganze nicht so katastrophal ausgefallen wie gedacht. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir als Investoren jetzt sagen können, wir schauen genauer hin bei den Bilanzdaten, vor allen Dingen auch bei den Ausblicken fürs vierte Quartal und auch für 2023. Hier sieht es tatsächlich so aus, als könnte noch etwas Gegenwind aufkommen, beispielsweise für die größeren Technologiekonzerne. Das haben die Ausblicke für das vierte Quartal und auch für 2023 gezeigt. Was uns aber auch Hoffnung macht, ist tatsächlich, dass der Einbruch, der jetzt erwartet wurde, deutlich schwächer ausgefallen ist als erwartet. Und hier spielen viele Faktoren mit hinein. Wichtig für uns bei der Bestandsaufnahme ist erst einmal, die Berichtssaison, die in den USA jetzt schon fast durch ist, hat doch auch in vielen Bereichen solide Ergebnisse geliefert. Ausgenommen natürlich der Tech-Bereich. Hier gab es sicherlich einige Ergebnisse, die negativ überrascht haben, insbesondere hinsichtlich der weiteren Aussichten. Denn das sind Wachstumstitel, die punkten an der Börse, wenn sie Wachstum prognostizieren. Und wenn das zum Stocken kommt, dann ist das ein Effekt, der natürlich auf die Kurse drückt. Das haben wir gesehen bei großen Namen wie Amazon, wie Meta, aber auch bei Alphabet. Allerdings muss man auch sehen, dass in den vergangenen Jahren hier ein enormes Wachstum war und das Wachstum nicht einfach so fortgeschrieben werden kann in den nächsten Jahren. Aber wie es insgesamt an den Märkten weitergeht, welche Szenarien hier entscheidend sind, das wird Frank Fischer im Ausblick noch machen. Lieber Heiko, das war toll. Ich danke dir. Und jetzt, liebe Zuschauer, wir werfen einen Blick auf die Performance unserer Mandate im vergangenen Monat. Wir starten einmal mit dem Frankfurter Stiftungsfonds, unser defensives Mandat.
der im Oktober 2% erzielen konnte. Die Performance seit Jahresbeginn liegt bei nur minus 2,3%. Und das ist ja eine Meisterleistung in diesem schwierigen Umfeld. Und direkt hier auf der rechten Seite, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der hatte ebenso eine sehr gute Performance von 1,6% im Oktober. Weiter geht es mit dem Prima Globale Werte. Hier sehen wir einen Zuwachs von 1,4%. Und nun der Frankfurter Value Focus Fund hatte eine Performance von 2,9%. Und ja, liebe Ladies and Gentlemen, der Best Performer im vergangenen Monat ist nun das neue Mitglied der Frankfurter Fondsfamilie, der Frankfurter UCITS ETF Modern Value mit satte 7%. Und das haben Sie sicherlich mitbekommen, der Frankfurter ETF ist nun über allen gängigen Plattformen handelbar. Das heißt, Sie können mit der WKN-Nummer, also Wertpapier-Kennnummer FRA3TF, schön fleißig investieren. Wir werfen nun einen Blick auf die Performance-Beiträge im vergangenen Monat. Die Top-Performance-Beiträge kamen nun von unserer Lieblingsaktie, die Secunet Security Networks, die Firma Oracle und auch von dem Streaming-Giganten aus den USA, Netflix. Auf der anderen Seite haben Montauk Renewables, Facebook bzw. Meta und der Online-Versandhändler Amazon, diese Aktien haben die Performance etwas belastet. Und nun zu der Aktienquote. Ja, zum Monatsende betrug die Aktienquote brutto sowie netto knapp 80%. Das heißt, wir waren gar nicht abgesichert. Und ja, die Frage, warum, weshalb, wieso und vor allem die aktuelle Positionierung going forward, das erfahren wir jetzt von unserem CEO und CIO Frank Fischer. Frank, ich grüße dich. Dann kommen wir jetzt mal zum Ausblick. Was muss wirklich passieren, damit die von uns richtig erkannte Jahresendrallye weiterläuft? Zum einen ist der Markt natürlich sehr gespannt auf den Ausgang der Wahl. Und dort wurde schon im Vorfeld darauf gesetzt, dass die doch sehr kapitalmarktfreundlichen Republikaner vielleicht einen besseren Abschluss finden als die Demokraten. Und wenn das so sein sollte, dann ist ein Teil dessen, was wir brauchen, dass diese schöne Weihnachtsrallye weiterläuft, gegeben. Ein weiteres Element dazu ist, dass wir die Buyback-Saison, also die Aktienrückkäufe, die lebt wieder auf. Dort kommen Milliarden, die wiederum kaufkräftige Nachfrage darstellen für die Aktien zurück. Und das ist ein technisches Element, was uns unterstützt. Gleichzeitig ist noch ordentlich Angst im Markt, nicht mehr ganz so viel Panik wie früher. Aber es ist auch die Hoffnung gegeben, dass die Fed nicht mehr so lange auf der Bremse stehen wird. Und sobald sich dort aufgrund einer schwächeren Konjunktur abzeichnet, dass die Fed nicht mehr so stark bremsen wird, da haben wir dann doch noch ein bisschen längeren Lauf mit dieser Rallye. Und all das ist das Rezept, warum wir auch saisonal unterstützt im vierten Quartal uns noch einen guten Lauf vorstellen können. Es gibt aber ein bisschen Wasser im Wein, denn wir gehen davon aus, dass die Konjunktur nachhaltig noch nicht gedreht hat, denn noch sind wir im Quantitative Tightening, in der Verknappung der Liquidität. Und wenn die Konjunktur dann auch in Richtung Anfang nächstes Jahr nicht so gut läuft, kann es sein, dass wir erneut nochmal eine entsprechend schwächere Reporting Season bekommen, dass also die Gewinne der Firmen und auch ihr Ausblick in das Folgejahr nochmal enttäuschen könnte. Dann können wir uns auch nochmal einen Anlauf nach unten vorstellen. Das ist nicht sicher und es könnte immer auch noch Weihnachtsgeschenke geben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn zum Beispiel Russland, Ukraine nicht mehr als Belastung vorhanden wäre. Aber das wissen wir nicht, ob das so ist. Und das müssen wir uns erstmal anschauen. Und wenn wir uns näher Richtung das Jahresende bewegen, dann werden wir den Blick noch schärfer ins nächste Jahr legen. Für jetzt halte ich fest, dass durchaus noch genug Munition vorhanden ist, dass die Weihnachtsrallye weitergeht. Und ich hoffe, Sie sind da auch dabei und verstehen auch die Gründe, warum das so ist und warum trotzdem eine gewisse Zurückhaltung mit unserer 80%igen Positionierung, ist es bei uns ja auch gegeben, noch sinnvoll erscheint. Denn es ist nicht so, dass das 100% alles rein ist, sondern eher etwas vorsichtig noch ratsam erscheint. Viel Erfolg dabei!
Ja, danke, lieber Frank. Und danke, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, für Ihre Zeit. Das war's dann für heute. Aber erstmal ein kleiner Hinweis von mir. Denn ja, hier die Fondsgipfelakademie ist jetzt seit dem 4. November wieder online. Und bis zum 18. November haben Sie genug Zeit, um die verschiedenen Vorträgen und von den Experten Deutschlands sich anzuschauen und zeitlich flexibel sich weiterzubilden. Und für alle Teilnehmer gibt es natürlich auch 6 Credit Points, wenn man die Fondsgipfelakademie absolviert. Das war es dann für die heutige Sendung. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit Ihnen im Dezember. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bleiben Sie investiert. Cheerio!